Hast du eine Ahnung, wer der Narzisst wirklich ist? Der Narzisst, mit dem du zusammen bist? Hast du schon hinter die Maske geguckt, die ein Narzisst permanent vor seinem Gesicht trägt? Lass uns in diesem Video mal genauer herausfinden, was ein Narzisst wirklich ist, warum er denn diese Maske trifft und natürlich, warum du dieses Wissen für dich nutzen kannst. In meinen Videos geht es nicht darum, dieses Wissen gegen Narzissten zu verwenden. Es geht einzig und allein darum, zu verstehen, wie Narzissten ticken, damit du dieses Wissen für dich anwenden kannst, umsetzen kannst, rauskommen kannst aus den narzisstischen Verstrickungen und irgendwann frei werden kannst. Narzisstenfrei, wie ich immer sage, und selbst bestimmen kannst, mit wem du zusammen bist und mit wem nicht. Denn wenn wir mit Narzissten zusammen sind, dann haben wir ja irgendwas hier in uns drinnen, was Narzissten wie so ein Magnet an den anderen Magneten zieht. Das heißt, ein Narzisst trägt eine Maske und wir werden gemeinsam heute hinter diese Maske gucken. Und als ersten Hinweis möchte ich dir schon mal mitgeben, wenn der Narzisst eine Maske hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch, dass auch du eine Maske trägst. Denn zwei Menschen ziehen sich immer auf derselben Bewusstseinsstufe an. Wenn der Narzisst sein wahres Selbst versteckt, hast du dein wahres Selbst anscheinend auch versteckt. Beiden fällt es vielleicht gar nicht so auf, weil beide aufgrund ihrer Kindheit zu dem geworden sind, was sie heute sind. Ich möchte mit diesem Video daher auch ganz viel Verständnis für Narzissten in die Welt bringen. Narzissten tragen Masken. Sie spielen eine Rolle. Das ist wirklich so. Du kannst einen Narzissten nicht wirklich kennenlernen, so wie er wirklich ist. Das ist vollkommen unmöglich. Er würde dir diese Möglichkeit nicht geben. Selbst wenn er könnte, würde er dir diese Möglichkeit nicht geben. Der Punkt ist aber, er kann das gar nicht. Der erste wichtige Punkt, den ich hier in diesem Video aufzählen möchte, ist, dass der Narzisst gar nicht weiß, wer er wirklich ist. Ich erkläre das in meinen Ausbildungen und in meinen Coachings immer so, dass ich sage, stell dir mal hier so eine Platte vor, ja, so ein Deckel oder ja, eine Bodenplatte von einem Haus. Und unten drunter, irgendwo im Keller, ist das wahre Selbst. Jeder Narzisst, so wie jeder Mensch, hat irgendwo ein wahres Selbst. Und dieses wahre Selbst ist mit allem verbunden. Dieses wahre Selbst kommt aus diesem einen großen Bewusstsein, aus dem wir alle kommen. Dieses wahre Selbst ist gut und schön. Doch beim Narzissten ist es nicht zu sehen. Und es gibt meistens noch nicht mal eine Kellertreppe. Die Bodenplatte ist dicht, die Bodenplatte ist verschlossen und du siehst nur die Anteile, die darüber sind. Der Narzisst hat in einem sehr frühen Stadium seiner Kindheit sich in zwei Teile aufgesplittet. Und übrigens, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit hast auch du das so gemacht, wenn auch deine Anteile nicht die sind, von denen ich jetzt gleich sprechen werde. Denn ein Narzisst hinter der Maske ist ein minderwertiger Mensch. Also nicht er ist minderwertig, verstehe das nicht falsch, sondern er hat ein minderwertiges Selbst. Er würde sich extrem minderwertig fühlen, wenn er dieses Selbst zeigen würde und sich selbst mit diesem Selbst identifizieren würde. Das macht ein Narzisst aber nicht, sondern der hat dieses kleine Würmchen in ihm, dieses kleine minderwertige Ich, ja, das er ist. Dieses kleine minderwertige Ich hat er gelernt zu verstecken. Er versteckt es hinter Masken, hinter Rollen, hinter Spielchen. Ja, ich sage immer narzisstische Spielchen. Er versteckt es, denn dieses minderwertige Ich darf niemand sehen. Auch du nicht, wenn du die Partnerin oder der Partner von so einem Narzissten bist.
Je nachdem, wie ihr die Beziehung lebt, kann es sein, dass du manchmal einen kurzen Einblick kriegst, kurz mal siehst, was da noch ist hinter der Maske des Narzissten. Aber wahrscheinlich wird es nicht allzu häufig oder überhaupt nicht der Fall sein. Denn ein Narzisst, und das ist überhaupt das Kennzeichen von Narzissmus, ja, der hat von frühester Kindheit trainiert, dieses minderwertige Selbst vor allem zu verstecken, sogar vor sich selbst. Narzissten haben sich diese Maske übergezogen und diese Maske entspricht diesem zweiten Ich-Zustand, nämlich dem Größen selbst. Ein richtiger Narzisst glaubt von sich selbst, er ist überzeugt von sich selbst, dass er großartig ist. Nur so ist erklärbar, dass jeder wirkliche Narzisst, also jeder Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, überzeugt davon ist, dass du und ich und alle ihm dienen müssen. Denn er ist einfach der Beste. Er ist der Tollste. Er ist der Großartigste. Oder er ist der, der am meisten leidet. Viele von uns kennen das von den Müttern. Weiblicher Narzissmus, ja, zeigt sich ein bisschen anders als dieser Größennarzissmus. Ist aber dasselbe Prinzip. Denn entweder bin ich der Tollste und Großartigste und alle müssen sehen, wie hervorragend ich bin, nur um diesen kleinen Anteil hier nicht zu sehen. Oder ich bin die Leidendste und ich bin die Unglücklichste und ich bin die Einsamste. Ja, dann glaubt man oft, dass das dieser Anteil ist. Ist es aber nicht. Es ist genauso eine narzisstische Rolle, die einfach als Maske aufgezogen wird und hervorragend gespielt wird. Dieses Größenselbst, das wird der Welt gezeigt und oft auch in Beziehungen wird dieses Größenselbst gelebt. Mit all diesen Aussagen, die du sicher kennst von deinem narzisstischen Partner. Also wenn du irgendwas willst zum Beispiel, dann spielt er das, ja, was willst denn du? Ja, spielt er das herunter. Oder er beleidigt dich, ja, du schon wieder. Ach du Gott, ja, mein Gott, du Mimose, er betitelt dich, ja. Du Mimose, du Sensibelchen, meine Güte, bei dir darf man ja gar nichts sagen. Muss man ja aufpassen, was man sagt. Huch, ja, ha. Also wie auch immer dein Narzisst das spielt, es geht immer um selbe Prinzip. Das, was du sagst, ist irrelevant und das, was er sagt, ist super, mega wichtig. Es geht nur um ihn und deshalb müssen auch alle empathisch sein zu ihm. Warum sind Narzissten immer zusammen mit sogenannten Empathen? Ja, ganz einfach, weil sie es brauchen. Sie selber sind nicht empathisch, weder mit sich selbst noch mit irgendwelchen anderen. Manche spielen das ganz gut, ja? Die spielen mit ihrem Größen selbst einen empathischen Menschen und tun so, als würden sie dich verstehen und tun so, als würden sie auf dich eingehen. Aber in Wirklichkeit tun sie das überhaupt nicht, sondern sie horchen dich nur aus, damit sie das, was du sagst, das nächste Mal gegen dich verwenden können. Das sind Narzissten. Machen wir uns nichts vor. Das sind unsere Partner oder unsere Partner gewesen. Ja? Meiner war vor über 15 Jahren, Gott sei Dank, ja, weil ich möchte das nicht mehr in meinem Leben. Aber wenn ich zurückdenke von vor 15 Jahren, dann weiß ich, wie sehr ich mich blenden habe lassen von diesem grandiosen Selbst, dieses Narzissten. Ich habe ihm das alles geglaubt, weil er einfach unglaublich eloquent war, wahnsinnig lieb und total sympathisch. Er war total sympathisch. Ich mochte den einfach so richtig, richtig gern. Und nicht nur ich. So viele Menschen mochten den. Ja, wahrscheinlich fast alle Menschen. Ja, die wenigsten haben ihn so ein bisschen durchschaut. Aber die meisten Menschen in unserem Umfeld damals mochten ihn. Und haben ihn unterstützt und haben mit ihm Projekte gemacht, haben ihm Geld gegeben, so wie ich auch. Und haben ihm einfach, ja, gedient. Gedient, muss man ganz ehrlich so sagen. Einige haben ihn auch benutzt, die waren wahrscheinlich auch selber Narzissten, ja. Aber egal, ich komme nochmal zurück zu dem Thema vom heutigen Video. Also, die Maske des Narzissten ist der grandiose Narzisst. In Wirklichkeit hinter der Maske ist ein minderwertiges Selbst. Und auch wenn wir, du und ich, jetzt wirklich wissen, dass da irgendwo noch ein wahres Selbst ist, es ist leider so tief vergraben, dass wir keinen Zugang dazu finden.
Wir können nicht die üblichen Kommunikationsmuster, die wir mit anderen Menschen durchführen, mit Narzissten durchführen, denn das klappt einfach nicht. Wir können nicht einfach sagen, du, das hat mich gerade verletzt, was du gesagt hast, und erwarten, dass der Narzisst empathisch und verständnisvoll darauf reagiert und sich vielleicht sogar noch bedankt, dass du dich so verletzlich zeigst und dass du so ehrlich bist. Das wird bei einem Narzissten nicht passieren. Es darf gar nicht passieren. Weil, was würde passieren, wenn der Narzisst mal kurz seine Maske auf die Seite legt und mal kurz mit seinen kleinen Anteilen da ist und dir zeigt, dass er im Grunde so ein 3-4-jähriges Kind ist? Denn das ist ein Narzisst. Emotional ist er gesehen, ist er ein 3-4-5-jähriges Kind. Ja? Der kann dir gar nicht geben, was du brauchst. Der kann gar nicht emotional verstehen, was du sagst. Auch wenn Narzissten extrem intelligente Menschen manchmal sind. Die sind kognitiv intelligent. Aber emotional sind sie auf dem Stand eines kleinen Kindes. Und wenn der Narzisst seine Maske runternehmen würde, was er ja nicht tut in der Regel, dann würdest du hier auf einmal so einen kleinen Jungen sehen. Und dann würdest du denken, oh mein Gott, bin ich jetzt mit einem Kind zusammen? Der versteht nicht, was ich sage. Der reagiert immer wie so ein kleiner wütender Junge. Ja, der stampft mir den Fuß auf und der schreit und der sagt sofort, ja, aber du hast es doch auch gemacht. Oder nein, ich doch nicht. Ja, wie halt so kleine Kinder sind. Ja, und wenn der Narzisst dich mal hinter diese Maske gucken lässt, wirst du genau das entdecken. Narzissten sind nicht kritikfähig und, by the way, sie verstehen alles, alles, was du sagst, als Kritik. Ja, also auch wenn du sie gar nicht kritisierst, wenn du sagst, es hat mich gerade verletzt, was du sagst, verstehen sie es als Kritik. Und Narzissten sind überhaupt nicht kritikfähig. Narzissten sind überhaupt nicht in der Lage, dein Nein zu akzeptieren. Also wenn du Nein sagst, dann Explosion, ja, Wut, Hass, Rage. Weil dieses kleine Kind bei dem Nein versteht, dass es abgelehnt wird. Es fühlt sich zutiefst abgelehnt, vielleicht sogar vernichtet, weil es einfach in der Familie des Narzissten damals so war. Dieses kleine Wesen wurde emotional vernichtet. Es wurde nicht gesehen als das, was es wirklich ist. Mit ihm wurde nicht in die Verbindung gegangen, wie das Kinder halt brauchen. Es wurde nicht auf ihn reagiert, adäquat, kindgerecht. Und deswegen ist dieses Kind eigentlich ein vollkommen verzweifeltes, verlorenes, kleines Wesen. Wir müssten, und da komme ich oft mit meinen Klienten hin, wir müssten normalerweise alle richtig Mitgefühl haben mit jedem Narzissten. Denn es sind arme, kleine, verlorene Kinder, die es eben nicht schaffen, im Gegensatz zu uns, dass sie einen Erwachsenen nicht etablieren, das sich um dieses innere Kind kümmert. Das schaffen Narzissten nicht, weil sie ihr wahres Selbst da unten unter dieser Bodenplatte vergraben haben. Die Welt hinter dieser Maske des Narzissten ist also eine einsame Welt. Sie haben keine Verbindung zu sich selbst und sie haben auch keine Verbindung zu dem großen Ganzen. Deswegen auch keine Verbindung zu anderen Menschen. Sie benutzen Menschen auch aus diesem Grund. Sie sehen sie wie Objekte. Und wenn ein Narzisst ehrlich wäre, was er selten ist, dann würde er sagen, ich liebe ja nicht dich als Mensch, als Person, sondern ich liebe es, dass du alles für mich tust. Ich liebe es, dass du emotional verfügbar bist für mich. Ich liebe es, dass du empathisch bist mit mir und versuchst, immer mich zu verstehen, dass du auf mich eingehst, dass du für mich da bist. Ich liebe es an dir, dass du mir Geld gibst, wenn ich eins brauche. Ich liebe es an dir, dass du sexuell verfügbar bist und mitmachst, was ich halt gerade machen möchte mit dir. Ich liebe es, dass ich dich anrufen kann, wann immer ich dich gerade brauche und zack, bist du da. Ich liebe es, dass ich bei dir vorbeikommen kann, wann immer ich will, denn du freust dich ja auf mich und du zeigst mir, dass du mich liebst. Das liebe ich, dass du mir zeigst, dass du mich liebst. Und ich kann aber mein Leben leben und dann denke ich gar nicht an dich, weil du als Person
bist nicht wichtig für mich. Narzissten, die ihre Maske ablegen würden und ehrlich sein würden, würden genau das zu dir sagen. Ist es nicht eine traurige Welt, in der Narzissten leben? Ja, eine traurige und einsame Welt. Und noch etwas findest du hinter der Maske des Narzissten. Hinter der Maske des Narzissten, wenn sie sie denn mal ablegen würden vor dir, würdest du eine unendliche Traurigkeit hören. Du würdest hören, wie innere Kinder weinen, die nicht gesehen wurden, nicht gehört wurden und nicht wirklich geliebt wurden. Kleine ungehörte Kinder, kleine ungesehene Kinder, einsame Kinder, alleingelassene Kinder, die schluchzend und weinend in der Ecke sitzen. Die würdest du hören, wenn du hinter die Maske des Narzissten schauen dürftest. Du würdest Traurigkeit hören, wie ich gerade sagte. Du würdest Wut sehen, unendliche Wut auf das Leben. Deshalb sind manche Narzissten auch sehr suizidgefährdet und viele tun es ja auch, weil sie eine so unglaubliche Wut haben auf das Leben. Denn warum sieht mich keiner? Warum erkennt keiner, was ich wirklich brauche? Warum geht niemand auf mich ein? Und wenn du jetzt schreist, stopp Eva, stimmt nicht bei meinem Narzissten, der ist gehätschelt worden, der ist auf den Thron gesetzt worden, der war ein Prinz in seiner Familie. Nein. Der war augenscheinlich ein Prinz und ist auf den Thron gesetzt worden, damit seine Eltern angeben können mit ihm oder damit seine Eltern sich als gute Eltern fühlen können, ja, und haben dem vielleicht alles geschenkt und haben dem ständig alles gemacht. Aber er als echtes, einzigartiges Individuum wurde nicht gesehen. Denn woher weiß ich das? Wenn er gesehen worden wäre als Kind, wäre er kein Narzisst geworden. Narzissten entstehen ja aus genau dieser Sache heraus, dass sie nicht wirklich gesehen werden, dass sie keinen eigenen Wert haben und dass sie absolut nicht wissen, wer sie sind. Aus dem heraus entsteht Narzissmus. Narzissmus ist also, wenn du es so willst, eine Überlebensstrategie eines zutiefst traumatisierten Kindes. Wenn du das also hinter dieser Maske vermutest, dann liegst du richtig. Und wenn du sehr empathisch bist und vielleicht auch psychologisch ein bisschen ausgebildet und schaffst, mit gezielten Fragen immer wieder deinen Narzissten so ein bisschen aus der Reserve zu kitzeln und zu locken, dann wirst du sowas schon vermuten. Aber dann, pass auf, kommt jetzt die Schlüsselbotschaft für dich. Wenn du jetzt deinen Narzissten verstehst, bist du vielleicht einen großen Schritt weiter, aber du bist ja keinen großen Schritt weiter zu dir selbst gekommen. Du hast ja jetzt noch nicht verstanden, warum ziehe ich denn so einen Menschen an oder warum habe ich so einen Menschen angezogen? Warum bin ich mit diesem Menschen zusammen oder war so lange mit diesem Menschen zusammen und warum kann ich ihn nicht einfach verlassen und einfach mein eigenes Leben leben und ihn mit seiner Maske und mit seinem Rollenspiel weitermachen lassen in dieser Welt? Warum denke ich immer wieder an ihn? Warum gehe ich immer wieder zurück oder lass mich zurückholen? Stichwort Traumaband. Warum bin ich noch immer wie an so einem Gummiband und der macht nur Schnipp und ich bin wieder da? Da musst du jetzt sozusagen hinter deine Maske gucken. Und wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, wenn der Narzisst eine Maske aufhat und das hat er, hast auch du eine Maske auf. Du bist nicht wie der Narzisst in diese komplett aufgesplittete, minderwertige und Größenselbstvariante hineingegangen, sondern du hast eine Maske dir drüber gezogen, die eine Smiley-Maske ist. Du bist die Nette. Du bist die angepasst, du bist der People-Pleaser, wie man so schön sagt. Du bist der Empath geworden, allerdings nicht der echte Empath, der erwachsene und entwickelte Empath, sondern der ungeheilte Empath. Der nicht sein eigenes inneres Kind retten will, sondern das des Narzissten.
Der Empath, der nicht bei sich selber aufräumen möchte, sondern so gern in dem Leben der anderen Menschen. Deshalb so viele von uns ungeheilten Empathen sind Coaches, Psychologen oder Therapeuten geworden. Wir wollten das innere Kind und das Leid im anderen heilen und lösen, dass wir nicht hingucken müssen auf unser eigenes Leid. Das ist ein Hauptkennzeichen eines jeden ungeheilten Empathen. Ich begleite dich also, wenn du magst, raus aus diesem ganzen Narzissten-Gucken, rein in deine eigene Selbsterfahrung, dass du selbst dich erfährst, deine eigenen inneren Kinder, die auch genauso traurig, wütend, verzweifelt und alleine sind wie die des Narzissten, diese inneren Kinder kennenzulernen, diese inneren Kinder lieben zu lernen und im Prozess, den ich Selbstliebeprozess nenne, dieses innere Kind und auch alle anderen inneren Kinder, die es da bei dir vielleicht noch gibt und die Empathenrollen spielen oder die nette, die angepasste Rolle spielen oder die ich habe euch alle lieb und ich bin so spirituell und so erleuchtet Rolle spielen. Alle diese inneren Kinder, die können wir in diesem Selbstliebeprozess hier in dich hinein integrieren. In meinem Buch, das du da hinten siehst, nenne ich das deine inneren Kinder ins Herz holen. Es ist eine wunderschöne Arbeit, die dich zu deinem wahren Selbst bringt, das Gott sei Dank nicht hinter einer dicken Bodenplatte versteckt ist wie beim Narzissten, sondern meistens sehr gut zugänglich ist. Du kennst es auch ziemlich sicher schon, dein wahres Selbst, lebst es hoffentlich auch ein Stück weit in deinem Leben. Und in meiner Selbstliebearbeit können wir dich so schön mit deinem wahren Selbst verbinden, dass du irgendwann, und das wäre das Ziel, nur mehr als wahres Selbst auftrittst, deine Smiley-Rolle, deine Smiley-Maske wegwirfst, dein People-Pleasing-Verhalten einfach in die Tonne schmeißt und authentisch und selbstbestimmt dein Leben führst. Klingt das gut für dich? Dann klick hier unten auf den Link, trag dich ein und lass uns einfach kennenlernen. Alles Liebe, deine Eva aus Spanien.